Hallo zusammen, was kann PYX von der PV lernen? Und bevor ich starte mit meinem Vortrag, ein dringender Appell. Bitte sprecht nicht mehr von Pflanzenkohle, sondern von Pflanzenkohle aus PYX. Pflanzenkohle, Schrägstrich, PYX oder was auch immer. Wir müssen den Term PYX branden und deswegen ist es wichtig, dass er immer auftaucht. Deswegen auch hier in der Titelfolie. Hierauf möchte ich nur ganz kurz eingehen, weil von Hans-Jörg Lerchenmüller geklaut. Wir schauen hier drauf und sehen das Marktwachstum von der Photovoltaik, was sehr, sehr dynamisch abgelaufen ist. Dazu später mehr. Wichtig ist, dass wir hier mitnehmen, von der PV können wir erstmals lernen, dass sehr, sehr hohe Wachstumsraten jenseits 50% pro Jahr auch über lange Zeiträume möglich sind. Wie sieht nun die Wertschöpfungskette im Falle von der Photovoltaik und von PYX aus? Hier habe ich aufgeschrieben für die Photovoltaik. Wir starten beim Quarzsand, gehen über das Silizium-Wafer, das ist die Siliziumscheibe zur Solarzelle, zum Solarmodul, zum PV-Kraftwerk und das Endergebnis sind Kilowattstunden. Für jeden dieser einzelnen Prozessschritte haben wir drei wesentliche Kriterien oder drei Kategorien, die wir uns anschauen müssen. Das sind nämlich die Materialien, die verwendet sind, das Produktionsequipment und das Verfahrens-Know-how. Bei PYX sieht das auf den ersten Blick wesentlich einfacher aus. Wir gehen nämlich von der Biomasse zur Pflanzenkohle, zur Pflanzenkohleprodukt nach der Veredelung zur Anwendung und heraus kommt eine Senke. Tatsächlich ist die Wertschöpfungskette von PYX auf der einen Seite einfacher und auf der anderen Seite komplexer. Schauen wir uns erstmal das Endergebnis an. Kilowattstunde Elektrizität braucht jeder, völlig klar. Und auch die Senke braucht auch jeder, aber das ist überhaupt nicht klar, das ist nämlich total unbekannt. Des Weiteren kommt aus der Biomasse bei der Pyrolyse noch ein Öl und ein Gas raus. Wir haben ein zusätzliches Produkt, nämlich einen Mehrwert in der Anwendung des Pflanzenkohleprodukts. Wir haben das Problem, dass die Biomasse nur lokal verfügbar ist, sie ist nicht transportwürdig. Bei der Photovoltaik haben wir es mit Commodities zu tun, die weltweit verfügbar sind. Außerdem ist die gesamte Wertschöpfungskette der Pflanzenkohle, PYX, durch Diversität geprägt und wir müssen zweistufig refinanzieren. Das heißt, sowohl Senke als auch den Mehrwert müssen die ganze Wertschöpfungskette finanzieren. Wie kann das jetzt nun weitergehen? Wie können wir ähnlich wachsen wie die Photovoltaik? Ein ganz wesentlicher Grundbaustein dafür ist, dass wir Kooperation statt Konfrontation brauchen. Und das sehen wir auch schön, gerade in der Automobilindustrie, wo wir die Disruption zur Elektromobilität haben. Hier Elon Musk von Tesla ist eingeladen, ein Führungskräfte-Meeting von Volkswagen und gibt seinem ärgsten Konkurrenten sozusagen sogar Tipps, damit sie sich möglichst gut entwickeln. Genau das brauchen wir auch bei PYX. Schauen wir uns nun an, welche Aspekte haben die Photovoltaik groß gemacht? Da sind zunächst mal Killer-Applications zu nennen. Was meine ich damit? Hier der Zeitstrahl vom Stromeinspeisegesetz 1990 zum EEG 2000. Was waren da diese Killer-Applikationen? Die ersten waren Satelliten, dann waren wir bei Off-Grids, also beispielsweise Alpenhäuser. Dann sind wir auf die Hausdächer gegangen und schließlich in die Freifläche. PYX ist heute irgendwo hier dazwischen, würde ich das einordnen. Und was können da die Killer-Applikationen sein? Vielleicht Tierfutter, Hausgärten, die Sonderkultur. Und dann Beton oder Asphalt. Weiterhin war ganz entscheidend wichtig für die Photovoltaik, dass es eine kostendeckende Vergütung gab. Das heißt, es wurde umgestellt von einer Investförderung auf eine Förderung des Endprodukts, die Kilowattstunde. Und dadurch hatten wir einen wunderbaren Push and Pull, eine wunderbare Situation, dass sowohl gezogen als auch gedrückt wurde, quasi um die Photovoltaik in die Breite zu bekommen. Hier ist ganz entscheidend wichtig, dass wir das EBC-Senkenzertifikat haben mit den ethischen Rahmen, damit wir die Anwendung auch in den richtigen ethischen Rahmenbedingungen hinbekommen. Dann war entscheidend wichtig für die Photovoltaik die Modularität, also sowohl der Taschenrechner als auch das Großkraftwerk war beides möglich und eine Produktionstechnik, die sich ständig weiterentwickelt, hier vielleicht zu nennen, Thema Automatisierung, Thema Taktfertigung, Thema Parallelisierung. Weiterhin wurde ganz stark auf Standardisierung geachtet, also entlang der gesamten Wertschöpfungskette, Wafergrößen, Verbindungsstecker,
die Testbedingungen, Standard Testing Conditions, alles standardisiert und das auf PYX übertragen heißt EBC-Zertifikat. Unter anderem genauso die Qualitätsnormen. Qualitätsnormen führen mitunter auch dazu, dass eine Technologie bankable wird und wenn sie bankable wird, dann ist das Kapital verfügbar. Auch hier ist nochmal die Bedeutung des EBC-Zertifikats zu nennen. Ja, und schließlich Innovation. Photovoltaik hat eine riesen Innovationsgeschwindigkeit, das auf dieser extrem komplexen Folie mal als Überblick gezeigt. Diese verschiedenen Farben sind verschiedene Zelltechnologien. Und hier sieht man auf dem Zeitstrahl, wie zum Beispiel diese blaue Zelle erst im Labor besser gemacht wurde und dann hier in die Produktion überführt wird. Irgendwann sättigt der Wirkungsgrad, weil wir am Limit angekommen sind. Dann kommt die dunkelblaue Zelltechnologie, geht in die Produktion, sättigt. Dann kommt die rote Technologie, sättigt. Und dann kommt die grüne Technologie, die wir jetzt als nächstes sehen werden. Und insgesamt sehen wir diese schöne Linie hier, wo wir einfach ungefähr 6% absolut jedes Jahr an Wirkungsgrad dazugewinnen. Innovation vom Labor zur Kommerzialisierung. Und dieses Horn bläst jetzt die ITR-PV, also International Technology Roadmap for PV. Das ist beim VDMA aufgehängt und es ist eine jährliche standardisierte Umfrage bei allen Herstellern. Gibt es schon die 12. Ausgabe. Kann man sich kostenlos herunterladen. Und dazu ein Beispiel. Hier werden die AkteurInnen entsprechend befragt, wie seht ihr das? Wie entwickeln sich die Wafergrößen? Also wie entwickelt sich das Waferformat? Das ist ja von entscheidender Bedeutung, wenn ich beispielsweise Produktionstechnik, Maschinen baue, Automatisierung baue und so weiter. Und hier kann ich jetzt direkt ablesen, wie bis 2030 sich das Format im Wesentlichen auf die Größe M6 hier einrichten kann. Was könnte das für PYX bedeuten? Hier haben wir natürlich andere Parameter, aber ebenso könnte man eine solche Roadmap machen zu den Themen Substrattypen, Stückigkeiten, Wassergehalte, Packmaße, Materialien und. Und wenn wir in die ITR-PV reinschauen, dann sehen wir, da haben wir diese Umfragen beispielsweise zur Preisentwicklung nach Komponenten, Materialverbrauch pro Einheit, die Losgrößen in Prozessen, Ergebnisparameter für Prozesse, Durchsätze, Formate von Wafern, Umsetzungsanteile neuer Prozesse, Präzision von Einzelprozessen. Und das ist jetzt letztendlich die Chance für PYX, die Schrägstrich Pflanzenkohle, mit der Photovoltaik zu lernen, aus den Stärken der PV zu lernen und eben in ganz neue Wachstumszahlen vorzustoßen. Elementar ist hier, dass die jetzt sich gerade frisch entwickelnde Industrie eben kooperiert und nicht konfrontiert. Das brauchen wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und so können wir dieses Modul der Technology Roadmap eben für die Marktreifung verwenden. Und damit möchte ich schließen mit meinem Plädoyer für die ITR-PYX. Und da ist meines Erachtens der EBI der beste Ansprechpartner, um genau das zu realisieren. Vielen Dank.